Heute haben wir ein Thema, was wir besprechen sollten. Und zwar sind das Verbraucherschutzrechte, heißt also EU 261/2004. Die soll geändert werden zu unserem Nachteil. Nachdem ich ja heute mit einem User geklärt habe, ich bin Vielflieger, darf ich auch sagen, zum Nachteil für uns Vielflieger. Dann gibt es einen Streik in München, da gehen wir dann relativ schnell drauf ein. Und natürlich die Lufthansa, was hat sie damit zu tun, dass die EU-Verordnung geändert werden soll? Mein Name ist Lars, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem auch mehr Status zu bringen. Ganz wichtig an dieser Stelle natürlich ist, wie immer, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, aber auch ein Like dazulassen. Kommentar, wichtig. Stammtisch haben wir auch, das ist ganz besonders wichtig bei den Themen, ich werde da gleich drauf eingehen. Und zwar am 12.8. in München, 13.8. in Frankfurt am Flughafen im Hyatt Place und am 14.8. in Berlin. Erstes Thema, fangen wir einfach mal an. Neuer Warnsteig am Flughafen in München. Und zwar ist am Flughafen München ein neuer Warnstreik von der Verdi ausgerufen. Und ihr sagt, hey, hatten wir das nicht gerade irgendwie bundesweit? Ja, das hatten wir. Und zwar nachdem der Warnstreik, ja, man muss ja sagen, erfolgreich war, schmerzhaft für uns, von dem Lufthansa-Bosenpersonal, die 20.000, hat die Gewerkschaft Verdi halt wieder einen Warnstreik am Flughafen München ausgerufen. Und zwar in der Mittagsschicht von 10 bis 15 Uhr sollen die Beschäftigten der Swissport Losch, ist das eine GmbH? Ich weiß es nicht. Firma, das sind die, die die Flugzeuge be- und entladen, zum Beispiel, dass die die Arbeit ruhen lassen sollen. Der Flughafen hat natürlich direkt mitgeteilt, dass es zu Verspätungen, aber auch natürlich zu Flugausfällen kommen kann. Die Bereitschaft natürlich der Mitarbeiter nicht zu arbeiten, ist dann ein Problem. Aber in diesem Fall ist es wirklich nicht bei der Lufthansa, weil die ja nicht mit den Losch zusammenarbeiten, sondern das sind eigentlich Ferienflieger, sagte der Flughafensprecher. Und immer schauen natürlich bei der Airline, ob der Flug geht. Und das Problem ist, auch wenn die um 15 Uhr wieder arbeiten, können sich natürlich Folgeverspätungen da ergeben. Unter anderem die Gepäckabfertigung, sonstige Dienste sind natürlich auch Vorfelddienste, aber auch Passagierbus. Ja, stimmt, ich hatte einen Bus, da stand auch Swiss Losch drauf. Ja. Also insofern, Notfallpläne seien in Arbeit. Die Gewerkschaft fordert eine deutliche Lohnerhöhung für die 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in München. Man möchte halt die Inflation von 8% als Reallohn wieder realisieren, damit das so neutral ist. Swissport teilte mit, dass man 8% und eine Einmalzahlung von 250 Euro anbietet. Am Dienstag hat man dann auf 10,1% erhöht. Kommt natürlich der Verdi-Forderung von 11% sehr nahe, aber man hat trotzdem den Warnstreik anscheinend nicht abgesagt. Swissport Losch leistet für Fluggesellschaften, genau wie die flughafeneigene Firma Aeroground, Passagiergepäck, Frachtabfertigung sowie Vorfeld-, Bus- und Transportdienste. Laut Flughafen bedient das Unternehmen in München zwischen 35% und 40% der Flugbewegung. Wenn Aeroground gefragt würde und Kapazität frei hätte, wäre Aeroground den Kollegen aushelfen, zum Beispiel mit Bus. Also insofern, da schauen wir mal, was passiert. Bei der Lufthansa ist das kein Thema, weil die Lufthansa ja andere Dienstleister benutzt. Zumindest gefühlt ja, glaube ich. Dann geht es weiter mit dem Thema, was ich eingangs gesagt hatte, heute schon wieder Sprachstörung. Und zwar ist es so, Lufthansa hatte dieses Jahr 160 Millionen Euro Entschädigung gezahlt. Jetzt muss man natürlich sich das Ganze nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Entschädigung wird ja immer dann fällig, wenn man einen Flug verspätet, wenn man einen Flug absagt oder wenn man einfach ein Denied Boarding hat. Und wir haben viele Kunden, die das haben. Also ich habe alleine gestern 4 E-Mails an die Lufthansa im Namen der Kunden geschickt, wo wir 600 Euro Kompensation verlangen. Und bis Ende des Jahres kommt dann natürlich noch viel, viel hinzu. Warum ist das wichtig? Es ist einfach deshalb wichtig, weil die Fluggesellschaften, wenn sie halt einen Flug haben, der bis 1500 Kilometer geht, 250 Euro zahlen müssen, bei 3500 Kilometer 400 und über 3500 Kilometer 600 Euro.
ja, die Flüge werden halt kurzfristig gestrichen. Und wenn sie innerhalb dieses 14-Tage-Fensters gestrichen werden, dann muss man halt zahlen. Und ja, ich sag mal so, 160 Millionen ist halt viel Geld, das ist halt so. Aber auf der anderen Seite ist das natürlich nicht im Ermessen des Passagiers, dass Lufthansa Flüge streicht. Also ich meine, wir haben ja einen Beförderungsvertrag. Wenn man also einen Flug von A nach B kauft, kann man ja wohl erwarten, dass die Fluggesellschaft einen da dann drauf bucht. Zumindest sehe ich das so. Wenn man jetzt hingeht und sagt, ja, aber wenn man bei Ryanair und so weiter 19,90 Euro oder 30,50 Euro und kriegt dann maximal 600 Euro, wobei Ryanair ja natürlich nicht in diese 3500 Kilometer Grenze fällt, zumindest ist mir kein Flug bekannt, der so lang ist. Es ist einfach so, ja, das ist aber etwas, was der Fluggesellschaft zu verantworten hat, weil es gibt ja genug Ausnahmetatbestände, dass dies nicht gezahlt werden muss. Und die Fluggesellschaften sind natürlich nicht happy. Und wie am Anfang natürlich da drum rumgeheult wurde, wird jetzt auch weiter rumgeheult. Und wenn man den Worten in Brüssel lauscht, dann ist das einfach so, dass die EU da eine Änderung vorsieht. Die tschechische EU-Diplomatin sagte der deutschen Presseagentur, dass die tschechische EU-Ratsvorsitzende oder Vorsitzende, ich weiß es gar nicht, ist das eine Frau oder ein Mann, zumindest ist es ein Vorsitz, erwägt, diese ausgesetzten Verhandlungen der EU-Passagierrechte im Luftverkehr aus 2013 wieder aufzunehmen. Und die EU-Kommission hatte damals vorgeschlagen, das Recht der Passagiere auf Information, Verpflegung, Entschädigung durch Fluggesellschaften zu erweitern. Zugleich war jedoch auch vorgesehen, den Anspruch der Entschädigung bei Flügen innerhalb der EU sowie kurzen internationalen Strecken unter 3500 Kilometern einzuschränken. Eine solche Entschädigung soll im Vorschlag zufolge bei erst 5 Stunden Verspätung möglich sein, nicht wie bisher ab 3 Stunden. Die Behörde argumentierte damals, dass eine 3-Stunden-Frist für die Fluggesellschaften oft zu kurz sei, um Ersatzteile oder Flugzeuge einzufliegen. Die aktuelle Regelung ermuntere die Airline deshalb, Flüge zu streichen, was nicht im Sinne der Passagiere sei. Was soll man davon halten? Ist das so, dass die Flüge gestrichen werden? Weil die also das finde ich eigentlich nicht. Ein anderer Vorteil war zum Beispiel auch, dass man 30 Minuten nach Nichtabflug da ein Grund genannt werden muss für die Verzögerung. Zudem mussten schon nach 2 Stunden Verzögerung Getränke, Snacks angeboten werden und nicht erst nach 4. Außerdem definiert die EU-Kommission erstmals den Begriff der außergewöhnlichen Umstände, auf den Airlines sich häufig berufen, um eine Entschädigung bei längeren Verspätungen zu vermeiden. Das ist einfach auch richtig. Um die Pläne der tschechischen Ratspräsidentschaft hatte zunächst das Magazin Politico berichtet, weil die EU-Staaten sich noch nicht auf eine Position einigen konnten, werden die Verhandlungen schon vor Jahren ausgesetzt. Die EU-Diplomatin betonte nun, viele Länder seien bereit, wieder den Vorschlag zu arbeiten. Jedoch können die Verhandlungen nur dann wieder aufgenommen werden, wenn in der zweiten Hälfte der Präsidentschaft, also von Oktober bis Dezember, noch genügend Zeit sei. Sollten die Staaten sich einigen, müssen sie noch einem Europaparlament verhandeln und eine Position festlegen. Ja, der erste Kommentar unter solche Beiträge ist ja, wie ich eben schon eingangs sagte, ja, aber fliegst rein, ja, kostet dann halt nur 30 Euro. Ja, Freunde, wir können doch nichts dafür, wenn der Flug ausfällt. Und es geht sich ja auch nicht darum, dass jemand sich daran reich macht, weil man kann ja wirklich nicht mit dem Flug planen, dass er ausfällt. Ich sag mal, wenn ihr einen Flug kauft und bucht, und ich buche meine Flüge teilweise Monate vorher, manchmal aber auch Tage vorher, aber dann weiß ich doch nicht, ob der Flug geht oder nicht. Dann ist es doch ein relativ teures Pokerspiel, da ein Ticket zu kaufen, in der Hoffnung, dass der Flieger sich verspätet. Und es gibt ja so viele Ausnahmebestände gefühlt und Fluggesellschaften, die da relativ kreativ sind, wenn es darum geht, nicht zu zahlen. Also ich glaube einfach, hier ist etwas anderes im Busch und hier geht es darum, Geld zu sparen für die Fluggesellschaften auf unsere Kosten. Warum? Wir müssen doch den Fluggesellschaften klar machen, dass sie einen Vertrag haben. Es gibt doch nirgendwo auf der Welt eine Firma, die mit einem anderen einen Vertrag macht und dann eine Leistung nicht erbringt und meint, davon zu kommen ohne Stress. Zumal, wenn man mal überlegt, dass 14 Tage vorher, wenn sie das also stornieren, dass man da dann natürlich, ja, dann zahlt man keine Kompensation, aber man muss natürlich den Ersatzflug leisten und so weiter. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube einfach, dass da ist ein Missverständnis in der Luft. Ja? Das heißt also, das Ganze an Kompensation soll ja dazu dienen, dass man den Passagieren eine Möglichkeit gibt,
dass sie ohne Rennerei, ohne Belege, ohne alles da erstmal Geld bekommen. Und wenn wir doch ehrlich sind, die 600 Euro sind doch jetzt nicht unbedingt das, was an Kosten komplett übrig ist. Weil überlegt doch einfach mal, was passiert denn? Ihr habt einen Flug nach Kalifornien oder nach Florida oder halt irgendwo weiter weg. Da wartet der Mietwagen, wartet das Hotel. Das läppert sich schnell zu 600 Euro zusammen. Das heißt also, das ist einfach in meinen Augen nicht in Ordnung, dass man sich da in irgendeiner Art und Weise einen schlanken Fuß macht. Teilweise sind die 600 Euro ja auch noch nicht mal deckend für das Problem, was man hat. Abgesehen davon, wie will man einen Tag Urlaub bewerten? Ich weiß, es gibt die Möglichkeit, dass entgangene Urlaubsfreuden und der ganze Quatsch. Aber jetzt mal unter uns. Wollt ihr in den Urlaub fliegen und dann meint ihr, pff, ja, dann gebe ich halt 150 Euro. Ich weiß nicht, was der Satz ist. Ich sage jetzt einfach 150 Euro. Könnt ihr übrigens unten kommentieren. Und gibt Geld. Ich meine, teilweise sind doch Dinge gar nicht mit Geld aufzuwiegen. Oder was passiert denn, wenn man so eine, sagen wir Flussfahrt oder einfach eine Cruise habt und da ist das Schiff weg. Also insofern denke ich, das sollte das sein, dass es richtig gemacht wird. Und im Gegenteil, es gibt ja auch die Bestrebungen und die Frage, ob man diese Regelung nicht sogar verschärft. Heißt also, ob man den Flughafenbetreibern vielleicht auch da einen Schlangenfuß gibt, weil die müssen ja dann auch zahlen, wenn aus deren Gründen, wie bei dem Streik zum Beispiel, wenn sie nicht geliefert haben oder die Gewerkschaft. Warum? Ganz einfach, weil natürlich das nicht deckend ist und die Passagiere bekommen doch immer wieder ein schlechtes Treatment. Auch ein Thema, vorgestern hatte ich das wieder, da hat jemand einen Flug gebucht auf Meilen. Ja, der Flug wurde storniert und dann wollen die keinen Ersatzflug. Ja, weil wir haben keine Sitzplätze frei auf Meilen, aber du kannst ein Ticket kaufen. Ja, aber das ist doch nicht unser Problem, wenn keine Meilentickets frei sind. EU-Kompensation sagt doch ganz klipp und klar auf den nächstmöglichen Flug. Also insofern, da müssen die Fluggesellschaften doch einfach mal wieder sich ehrlicher machen. Und es ist halt wirklich so, dass man da einfach schauen muss, dass man guckt, dass man die Leute doch fair behandelt. Und ich bin auch der Meinung, dass gerade Fluggesellschaften, und da muss ich einfach bei der Lufthansa einmal den Kanicke-Fangschlag machen, einfach schön von hinten und fangen, einfach so, weil nämlich in meinen Augen die Lufthansa sich das doch versaubeutelt hat selber. Die Lufthansa hat doch Gelder nicht zurückbezahlt für Flüge, die nicht ausgeführt worden sind. Abgesehen davon, da hat ja gar keiner von Kompensation teilweise geredet, weil die Leute gesagt haben, ich will mein Geld zurückhaben. Also das, selbst wenn die Basis nicht stimmt, da muss doch eine Strafe sein. Weil wenn keine Strafe da ist, ja, dann macht da ja auch keiner was. In Amerika, der Buttigieg, das habe ich ja euch erzählt von DOT, also Department of Transportation, die sind ja auch dran, da was zu machen. Natürlich nicht mit so einer Nachhaltigkeit wie in Europa, aber da muss halt was passieren. Das ist ein Riesenproblem. Und was denkt ihr von dieser Änderung der Reform? Also, dass man zum Beispiel die Zeiten hochsetzt. In England hat man ja zum Beispiel bei den innerenglischen Flügen auch auf Multiplikation vom Flugpreis gesetzt. Das heißt also, dass der Ticketpreis Grundlage ist. Aber warum sollte jemand, der das Ticket früh kauft, bestraft werden dafür, dass er es früh kauft? Heißt also im Prinzip, ich kaufe jetzt ein Ticket in der Business Class 9 Monate im Voraus und dann kostet das Ticket 200 Euro, nur um mal so ein Beispiel zu nennen, was es ja durchaus gibt. Und dann kaufe ich dieselbe Strecke, dann kostet die 800 Euro. Das heißt also, der 800 Euro Spätbucher wäre im Vorteil. Und ich kann immer nur meinen alten Lateinlehrer zitieren, maxima jure est maxima injure, heißt also höchste Gerechtigkeit ist höchste Ungerechtigkeit. Man kann es wirklich nie gerecht machen, aber ich glaube, dass die Regelung jetzt gerecht wäre. Man müsste sie halt nur anpassen davon, dahingehend, dass man einmal den Fluggesellschaft klar, nicht nur von gerichtlicher Seite, aber auch ganz klar sagt, das sind Themen, da müsst ihr zahlen, das sind Themen, da könnt ihr wirklich nichts für. Weil wollen wir ehrlich sein, wenn ein Flugzeug einen Vorgeschlag hat irgendwo in, lass uns doch in Helsinki bleiben, die Lufthansa kommt mit dem Flieger, hat in Helsinki einen Vorgeschlag, der Flieger ist dann nicht fertig. Natürlich haben die in Helsinki keine Base. Man muss natürlich der Ehrlichkeit halber sagen, dass Finnair auch Airbus-Flugzeuge hat, aber vielleicht haben die keinen Ersatzteil und dann dauert das halt. Aber dann kann man halt vielleicht einen Unterschied machen, wenn man sagt, das ist Base und Off-Base. Aber dass die Fluggesellschaften halt keine Spielchen spielen mit Umbuchungen zum Beispiel. Weil das ist ja auch so ein Thema. Ich hatte das mal gehabt, da hat die Lufthansa erst den Flug
annulliert, als der andere vom Wettbewerber weg war. War Air Berlin in dem Fall, es ging um Hannover, München. Und es gab damals keine Kompensation, wenn ich das richtig im Kopf habe, aber es gab ja diese berühmt-berüchtigten FIMS. Also das heißt, dass man den Flug bezahlt als Lufthansa und solche Spielchen, da muss der Gar ausgemacht werden. Und da muss halt auch den Fluggesellschaften nochmal ganz klipp und klar gesagt werden, okay, wir erleichtern euch das an dieser Stelle, aber dafür machen wir es auch an anderer Stelle für euch schwieriger. Das heißt also, diese Halbstundenregelung, dass man halt sagen muss, was es ist und auch automatisiert zahlen muss, ist ganz wichtig. Und in Memoriam, unserem Pressesprecher, ich fast gesagt, Ralf Hülsmann, er sagt ja auch zu Recht, Pönale müssen eingeführt werden, auch in Bezug auf Koffer. Weil das ist ja auch so ein Problem. Also heißt also, du kommst dann an und dein Koffer ist nicht da. Hurra! Also da muss noch viel gemacht werden und da sind wir mit der Vereinigung Passagier dran, da viel zu machen. Wir haben viel Lobbyarbeit vor uns, wir haben auch viel Arbeit vor uns in Gremien, das ist uns bewusst. Unterstützt uns, wir haben am 13.8. in Frankfurt den Stammtisch. Jetzt aber genug gesprochen. Danke, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV Takeoff. Heute ein bisschen mehr in Richtung Vereinigung Passagier e.V. Trotzdem eine gute Zeit, guten Flug und abonniert den Kanal, Glocke, kommentieren, like und ach. Ihr wisst, wie es ist. Ich freue mich, wenn ich euch sehe in München, Hamburg, Berlin, wo auch immer uns treffen. Also schreibt eine Nachricht und dann können wir uns auch treffen. Bis dann, ciao.